So, es ist mal wieder soweit. Nach langer, langer Zeit ein neuer Gartenrundgang. Und diesmal mit vielen Grüßen hier aus der Hitze. Ja, ich habe hier einige wassertechnische Herausforderungen mit einer kaputten Pumpe im Haus zum Brunnen und versuche das Problem hier mit einer Tauchpumpe zu lösen, und das ist so der Wasserdruck, der hier ankommt. Und dementsprechend trocken ist es hier, denn seit 2 Monaten hat es vielleicht 4-5 Mal geregnet, eher gepieselt. Kaum der Rede wert, und hier lässt schon wieder nach. Und es ist echt eine Herausforderung, hier gerade den Pflanzen ihr nötiges Wasser zu geben. Wiese ist komplett vertrocknet. Aber naja, so ist das nun mal mit der Natur. Und ja, lehnt euch zurück, nehmt euch ein wenig Zeit, holt euch was zum Knabbern und viel Spaß bei diesem neuen Gartenrundgang. Hallöchen, ihr Lieben. So, hier sind wir jetzt im Hühnerfreigelände. Und wie man sieht, hier auch alles vertrocknet und dürr. Ja, so ist das halt hier. Fast schon wie in der Wüste. Aber unseren Hühnchen geht's gut. Joe und den 3 Damen vom Grill. Oder den 3 Damen vorm Grill. Alles eine Frage der Perspektive. ja, es sind übrigens nur noch 3 Hennen und nicht mehr 4, weil eine leider genau vor einiger Zeit in Lilas Maul gelaufen ist, und das war das Ende der Geschichte. Ja, das kommt davon, wenn man ständig ausbüchst und das Risiko lebt. Naja, so ist das halt. Aber den anderen geht's gut, die Eier sind prima, sie sind äußerst legefreudig, legen Riesendinger. Und ja, das ist schön, dass es sie gibt. Sehr genügsame, putzige Wesen. Und zutraulich sind sie auch. Nicht? Aber gehen wir jetzt mal weiter in den Garten. Mein Birnenbaum. Er trägt gut, aber im Vergleich zu den Apfelbäumen und dem Walnussbaum, dieses Jahr ist ein richtig tolles Obstjahr. Seht ihr gleich. Und was dieses Jahr hier auch richtig gut abgeht, sind diverse Holunderbäume. Besonders der hier ist riesig geworden, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, und ihr macht jetzt Feierabend und geht jetzt in eure Butze. Geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Und hier haben wir unsere kleine Tomatenallee. Das sind jetzt hier nur ein paar im Topf, aber das Coole ist, in jedem Topf, der hier so rumsteht, und auch im Freiland im Feld hinten, ist eine andere Sorte. Und da bin ich mal wirklich gespannt und echt neugierig, was dann da alles an Ernte runterkommen wird. Und da lassen wir uns doch mal überraschen. Aber auch hier, wie man sieht, sehr, sehr trocken alles. Nicht, Lila? Und ich komme hier kaum mit Gießen hinterher. Also das ist eine Halbtagsbeschäftigung gerade im Augenblick hier. Das Bewässern nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, und ja, ist wie es ist. Das ist Natur. Aber ich gebe mein Bestes. Wie man sieht, sind einige Sorten schon weiter als die anderen. Und ich glaube, insgesamt sind von den 48 Stück 37 gekeimt. Also ich habe 37 verschiedene Sorten. Und das ist halt nur der erste kleine Teil davon.
Ah, hier drinnen wächst Topfpaprika. So kleine Paprikasorte ist das. Mal gucken, wie die mit der Hitze klarkommen. Und wie man sieht, leiden sogar die Sonnenblumen. Sie wachsen, aber sie würden besser wachsen mit mehr Wasser. Aber sie haben Durst. Hier haben wir Schnittknoblauch, also eine Art Schnittlauch mit Knoblaucharoma. Schöne Alternative zum Schnittlauch und ja, Mischung aus Knoblauch und Schnittlauch halt. Oregano, Schnittlauch, mehr Schnittlauch, Salbei im Topf. Und da haben wir aber auch noch mehr auf dem Acker. Aber Salbei ist auch eine schöne Sache, vor allem für Tees. Für die medizinale Wirkung. Und schmeckt auch einfach richtig gut. Hier haben wir noch ein Tomätchen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sorte ist. Anto Yellow. Wie gesagt, ich bin echt gespannt auf die ganzen Formen und Farben. Das wird diesmal, dieses Jahr, kunterbunt werden. Schnittlauch, wo ich mir am meisten für die Küche eigentlich immer hier abschneide, dann einfriere. Also ich habe einen massigen Vorrat, aber auch der hat Durst. Ja, und wie man sieht hier, alles trocken, trocken, trocken. Und hier und da wachsen überall Topinambur. Ungarischer Bratkürbis, da bin ich auch mal sehr heiß drauf. Mal wieder eine neue Sorte. An altbewährter Stelle hier. Schauen wir mal, wie der hier gedeiht. Und hier ziehen den Tisch ein paar weitere Chili-Pflanzen, die noch sehr klein sind. Schauen wir mal, ob die noch was werden. Und was richtig schön ist, ist hier dieser Baum, der letztes Jahr keine einzige Nuss hatte. Aber dieses Jahr sieht das ganz anders aus. Voll mit prächtigen Walnüssen und das wird bestimmt cool. Ja, und Nüsse sind sowieso gut so aus Selbstversorgerperspektive betrachtet. Super gesund, einen großen Nährwert, viele Kalorien. Ja, läuft. Und ein prächtiger Busch Topinambur. Hier haben wir eine Sonnenblume. Und hier am Eingangsbereich einen kleinen süßen Lampion oder wie die Dinger heißen. So ein LED-Ding, irgendwie bei Aldi für ganz, ganz wenig Geld bekommen und sieht richtig nett aus, wenn der dann nachts leuchtet. Also sehr schön. Und worauf ich dieses Jahr auf jeden Fall urig stolz bin, ist das hier. Na, der Kenner sieht schon. Wein. Eine rote Sorte. Ich bin gespannt. Hängt auf jeden Fall prop Pen voll, diese Rebe hier. Und ist auch gut am Wachsen, denn Sonne haben wir hier genug. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal Juni und der wächst noch. Also da geht noch was. Und dann gehen wir hier gleich fließend weiter. Waldmeister. Wollte ich ja dieses Jahr eigentlich die Blüten ernten und eine zünftige Waldmeisterbowle machen, aber ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft zu ernten und so muss ich jetzt bis nächstes Jahr warten. Was hier auch noch viel, viel, viel im Garten wächst, sind Erdbeeren. Ich ernte mich ja echt dumm und dämlich und die sind hier überall verstreut und die großen Beete zeige ich euch gleich. Hier haben wir eine riesige Tonne voll mit Pfefferminze. Mh, das duftet. Das wird lecker Tee. Und ja, werde ich jetzt hier demnächst auch mal wieder kappen. So, und hier haben wir die nächste Tonne mit diversen Kräutern.
Schnittlauch, dann haben wir noch Waldmeister, der sich wie Beikraut hier verbreitet. Dann haben wir hier ja, dieses sogenannte Maggikraut bzw. Stangensellerie. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es das gleiche ist oder ob das zwei verschiedene Sachen sind. Schmeckt gleich, sieht gleich aus, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Hier haben wir Bohnenkraut in der Blüte noch übrig und der Rest, wie gesagt, wird vom Waldmeister überwuchert. Also wer welchen möchte, einfach melden. So, hier mehr Topinambur und irgendwo hier unten haben wir Kaiserminze, die leider jetzt total überdominiert wird hier vom Topinambur. Dieses Jahr wohl nicht so viel zu ernten sein wird, aber mal gucken, vielleicht nehme ich dann noch ein Steckling raus und setze es woanders rein, wo es dann auch mehr Sonne gibt. Hier guckt schon mal eine meiner vielen Gurken durch. Das ist hier die Sorte Berliner Aal. Ja, ein bisschen Heimat hier in meine neue Wahlheimat gebracht. So, und dann gehen wir noch mal über zu den Hochbeeten. Sonnenblumen, die hier bald an die 2,50 Meter Marke gehen. Gut, sie haben natürlich durch die Höhe auch einen Vorsprung. Hier hatte ich mal ursprünglich einen ganzen Haufen, ungefähr ein Dutzend Chili- und Paprikapflanzen reingesetzt, wovon fast alle vertrocknet sind oder von Schnecken aufgefressen wurden. Da hatte ich also auch gut zu tun. Habe dann wieder nachgesetzt. Hier haben wir das scharfe Feuerküsschen, das wächst also sowieso mit am besten, muss ich sagen, von allen Chilis. Hier noch ein kleiner Habanero. Hier haben wir, wie heißt das? Royal Black heißt die Sorte. Schwarze Chilis, mal gucken, wie die wären. Ein bisschen amerikanisch-braunen Blattsalat habe ich noch dazwischen gesetzt, um den zu pikieren, weil ich mir die Mühe nicht gemacht habe. Der wächst sehr dicht und schießt auch schon ganz schön. Und hier eine prachtvolle Auberginenpflanze und irgendwo hier haben wir schon ein schönes Früchtchen. Also die fühlt sich pudelwohl hier im Hochbeet. Und man sagt ja immer, Nachtschattengewächse sollte man nicht nebeneinander pflanzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Denn direkt nebenan haben wir eine riesige Zucchini diesmal. Und zwar eine runde Zucchini, um mal wieder ein bisschen mehr Vielfalt hier in den Garten zu bringen. Ja, da haben wir auch schon den ersten Ball dran. Und als weitere Nachtschattengewächsnachbarn haben wir hier Tomaten. Und auch die wachsen und lassen sich gar nicht davon beeindrucken, dass sie direkt neben einer Zucchini und einer Aubergine wachsen. So, und das hier, das nächste Riesenhochbeet, vollgeknallt mit, na, was ist es? Rote Beete. Rote Beete en masse. Weil Rote Beete einfach toll ist. Und wir können ja mal reingucken hier. Das ist eine spezielle alte deutsche Sorte. Das sind längliche rote Beeten, wie man sieht. Ich hoffe, man sieht es hier auf dem Bild. Ja, die sehen aus wie riesige Mohrrüben. Sind halt nicht rund. Die habe ich zwar auch, aber es ist so eine Sorte. Und bisher muss ich sagen, sieht das sehr gut aus. Ach, Brennnesseln haben wir auch dazwischen. Ja, super Erde. Und das sind ja, ich weiß es gar nicht, ja, um die knapp 100 Stück. Also der Hammer. Und am Ende wächst Mais. Süßer Zuckermais. Die machen sich sehr gut. Ich hatte auch eine ganze Reihe direkt in den Boden gebracht, in einem Flachbeet. Und da ist nicht ein einziges zum Vorschein gekommen. Und hier im Hochbeet sind sie alle
super gekeimt und wie man sieht, also prächtig wachsend. Und hier haben wir nochmal das andere Hochbeet von der Seite. Ah, sehr schön. So, und hier ist eins der weiteren neuen Beete, die ich angelegt habe. Nennen wir es mal das Zwiebelmassaker. Das sind hier die Stuttgarter Riesen. Hier haben wir eine rote Sorte. Doch selbst die Zwiebeln haben zu kämpfen bei dieser extrem lang anhaltenden Dürreperiode, Trockenheit hier und trotz allem Hitze. Also wir haben ja wirklich ja seit April sind hier über 20 Grad und in den letzten 8 Wochen oder so sind hier eigentlich durchschnittlich 25, 26 Grad. Das hört nicht auf. Aber freuen wir uns drüber. Und das hier ist auch was ganz Tolles. Blattkoriander ist das. Das schmeckt besonders gut. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Mit Tomate, Zwiebeln und den Blättern kleingeschnitten. So als Brotbelag. Super frisch im Sommer. Super lecker. Und super gesund. Dann hatte ich hier nebenan noch irgendwie japanische Petersilie. Und roten Basilikum gepflanzt. Aber der ist leider nicht gekommen. Dafür haben wir hier zwischendurch ein paar verschiedene Erbsen. Da habe ich auch verschiedene Sorten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das ist. Aber lassen wir uns überraschen. Und wie bereits angedeutet, mein Salatbuffet. Wie gesagt, der wächst nach oben aufgrund der Trockenheit zum einen und zum anderen, weil ich ihn nicht mehr pikiert hatte und immer nur jetzt nach und nach rausziehe für mich. Für die Hühner, die mögen die nämlich auch. Hier habe ich Pflücksalat, der hat schönere Köpfe gebildet. Das sind aber auch weniger Pflanzen, da sind nicht ganz so viele gekeimt. Und dann habe ich hier noch zwei Reihen mit Kopfsalat. Also Salat en masse für so einen Ein-Personen-Haushalt wie bei mir, ist schon gut. So, und daneben ist mein Mangoldfeld. Riesig groß, wie man sieht. Aufgrund der Hitze und Trockenheit extremst geschossen. Hält sich also in Grenzen mit Blatternte dieses Jahr. Aber dafür kann ich Massen an Saatgut sammeln und das werde ich auch machen. Dafür habe ich ja hier genug anderen Grünkram und weniger Mangold dieses Jahr. Aber das ist okay. So, hier haben wir leckere Schokominze. Noch mehr. Die verbreitet sich dann auch schön fleißig hier von alleine und wuchert vor sich hin. Ganz halt Wildniskultur-Style. Und hier haben wir noch mehr Salbei. Wie gesagt, durch die Hitze. Hier habe ich auch nur Samen gesät. Ich habe übrigens dieses Jahr keine Pflanzen, Jungpflanzen gekauft zum ersten Mal. Beziehungsweise habe ich nur eine einzige geholt, eine Stevia. Und alles, was hier wächst, habe ich aus Saatgut gewonnen. Also das ist auch schon mal, sage ich mal, eine Leistung. Ich habe da nicht geschummelt oder nachgeholfen schon mit größeren Pflanzen. Das ist alles wirklich aus Samen hier gekeimt, was hier wächst. Und hier befinden wir uns in einem weiteren neu angelegten Beet diesen Frühling. Voller Beikraut, ja. Und das ist Blumenkohl. Ich habe da jetzt auch kein Netz rüber gemacht. Wir werden schauen, was es da zu ernten gibt. Zwischendurch wächst hier schon mal ein kleiner Hokkaido-Kürbis an. Gucken, ob der sich hier durchsetzt. Aber ich denke schon, er hat zwar nicht ganz so viel Sonne wie meine anderen, wie das Haupt-Hokkaido-Feld. Ja, aber nichtsdestotrotz
Ich hatte so viele Jungpflanzen. Das ist schon okay. So, und hier am Rand haben wir verschiedene Bohnensorten zwischen dem ganzen Beikraut, was ich mal vielleicht doch wieder entfernen sollte. Aber es gibt erstmal Wichtigeres, und zwar ist das hier Buschbohne Wade. Noch nie gehabt. Ich probiere es aus. Wir werden sehen. Und hier zu meiner Rechten haben wir mehr rote Beete. Allerdings sind das jetzt hier runde. Das sind so eine kugelrote Beete. Wieder andere Sorte. Hatte ich auch dieses Jahr eingetauscht. Freue ich mich auch drauf. Also rote Beete gibt es hier auch mass bei mir. Wird es auch wahrscheinlich viel im stillen Verkäufer dann geben. Also ja, von allem, wo ich halt zu viel von habe. Hier geht es weiter mit einer anderen Bohnensorte. Und zwar ist das die Buschbohne Black Turtle. Wir werden sehen, wie die hier wächst, weil auch anderes wächst hier gut. Und hier haben wir Broccolini. Das ist eine Brokkolisorte. Eine etwas andere, die ist glaube ich rot auch, wird beim Kochen zwar wohl wieder grün, aber ja, lassen wir uns mal überraschen, wie die werden. Dazwischen für später dann, sobald der Brokkoli geerntet ist, haben wir wieder einen Hokkaido. Viel, viel Beikraut. Und hier haben wir spanischen Fenchel, der sich dann doch durchgesetzt hat. Die meisten sind leider eingegangen. Aber deswegen mache ich ja hier auch Permakultur. Das Stärkste setzt sich durch. Und noch mehr Zwiebeln. Ich glaube, ich erwähnte es bereits. Zwiebeln kann man immer gebrauchen. Noch mehr Zwiebeln. Und dann haben wir hier am Zaun, wie heißt die Sorte? Ach, das sind peruanische Buschbohnen, Red Kidneys. Ja, das wird auch cool. Wie gesagt, ich muss mal hier und da nachgucken. Ich habe wirklich viele, viele Sorten dieses Jahr von allem Möglichen. Und da verliert man irgendwann den Überblick. Aber auch schön für die Küche. Mehr Topinambur, der hier auch ganz schön Durst hat und ich immer wieder nachhelfen muss. Und habe dann hier eine ganze neue Reihe ebenso angelegt dieses Jahr. Das fängt an mit Einlegegurken. Hat dann als Beetnachbarn noch mehr Bohnen. Ich glaube, das ist die Reiserbohne. Die werde ich dann da schön am Zaun mit verankern und festbinden. Und danach mehr Tomaten. Die ist ja auch etwas spärlich wachsen. Ich muss die auch mal hochbinden. Aber ich habe einfach nicht mehr genug Stöcke. Deswegen werde ich das hier auch am Zaun direkt am Kompost dann verankern. Auf jeden Fall ist der Boden hier gut. Zwischendurch wachsen hier noch Sonnenblumen. Noch eine andere Sorte. Oh, was haben wir hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Schild ist weg. Nein, da ist es. Woolly Blue Jay heißt das gute Stück. Ja, und Woolly ist es. Also da sind kleine Härchen auf den Blättern. Ist schon interessant, wie selbst im jungen Stadion die Tomaten sich doch sehr unterscheiden. Und mehr Sonnenblumen und Tomaten. So, und hier direkt im Komposthaufen haben wir hier eine riesen Kürbispflanze von dem lieben Thomas. Gesponsert bekommen. Wie gesagt, das sind 560 Pfünder von der Genetik her. Ich hatte jedoch nicht die Muße und Zeit, hier ein 50 Quadratmeter großes Patch anzulegen dieses Jahr. Deswegen dachte ich mir, setze ich das Ding in den Kompost, helfe gut nach mit Wässern, denn so eine Pflanze braucht viel, viel Wasser und soll der hier einfach im Kompost vor sich hin wachsen. Und hier, ich habe ein bisschen nachgeholfen und das Ding beschnitten im Frühjahr. Und es zeigt hier auf jeden Fall schon seine Wirkung.
ein weiteres Holunderbäumchen. Letztes Jahr war es noch sehr spärlich hier, so nichts weiter als ein kleiner Ast als Ableger hier gewachsen. Und dieses Jahr, ja, haben wir die 2-Meter-Marke schon gesprengt. Noch mehr Holunder. Während hier unten meine Berliner Aale wachsen. Eine ganze Reihe. Und es dann übergeht in die Kräuterecke. Hier haben wir noch eine alte Rosmarinpflanze, ja, die ist, naja, die ganz schön zu kämpfen hat. Mal schauen, noch scheint Leben drinne zu sein, wenn auch nicht viel. Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. So, hier hätte ich Oregano noch mehr. Auch mal schön. Hier ist die besagte einzig gekaufte Pflanze dieses Jahr von mir, die Stevia. Wunderbar zum Süßen. Selbst für den Kaffee. Also ein schönes Pflänzchen definitiv. So, hier haben wir Basilikum. Da kann man auch nie genug von haben. Hier habe ich noch mal ein bisschen neu dazu ausgesät. Und eine größere, ältere Pflanze. Und hier haben wir das Kraut der Unsterblichkeit. Kann man auch schön aus der chinesischen Medizin, kommt die. Hat unheimlich viele gesundheitsfördernde Wirkungen. Und ja, kann man am besten als Tee trinken und damit es besser schmeckt, mit anderen Sachen mischen. Daneben haben wir auch etwas sehr Cooles. Cola-Kraut. Ja. Und man mag es nicht glauben, riecht nach Coca-Cola. Auch als Tee und Ersatzmittel für die Cola-Trinker unter uns. Ja, ist auf jeden Fall eine tolle und gesündere Alternative. So, und hier haben wir einen riesen Busch, der sich immer mehr von alleine verbreitet. Von Chartreusenkraut, einen unheimlich schönen Grünton. Also gefällt mir wirklich sehr gut, allein schon fürs Auge. Und hier ist auch richtig Leben drin. Ich bin nicht der Einzige, der sich daran bedient. Also richtig schön. Ja, habe ich als Steckling auch von der lieben Ursula letztes Jahr bekommen. Und das Ding fühlt sich hier wie zu Hause, würde ich sagen. So, nebenan haben wir hier an dem zweiten Eingangsbereich vom Nutzgarten noch mehr Sonnenblumen. Genauso wie auf der anderen Seite. So hatte ich das letztes Jahr auch schon gepflanzt und es sah sehr schön aus für die Optik so. Und ja, da kann man dann immer hier hineintreten in den weiteren Gartenbereich. Hier haben wir noch einen geschossenen Mangold, den ich hier irgendwie auch einfach mal nur so reingesetzt hatte. Das war eigentlich relativ planlos und ja, der wächst. Und als weiteren Nachbarn haben wir hier dann einen Busch Pfefferminze. Ja, das ist der Hammer, was hier an Minze wächst. Gefolgt von Zitronenmelisse, die ich auch komplett gestutzt hatte, ja, wirklich fast bis auf den Boden. Ja, und sie wuchert und riecht total zitronig. Oh, lecker. So, hier haben wir einen kleinen Blaubeerstrauch, den ich auch schon seit Jahren irgendwie im Topf mit mir rumgeschleppt hatte in den letzten Jahren auf all meinen Umzügen und Odyssees meines Lebens. Und der wurde mal komplett überwuchert von Erdbeeren. Also was das hier ist, ist wirklich, es ist der Hammer. Ich komme hier kaum mit dem Ernten, mit dem Ernten hinterher, da waren noch Brennnesseln dazwischen. Jeden Tag kann ich hier mehrere Hände voll ernten und wenn ich ein paar Tage warte, habe ich echt eine ganze Schüssel oder einen ganzen Korb voll. Ich habe ungefähr schon 50 Stecklinge habe ich hier rausgeholt und verschenkt. Wie gesagt, das wächst ja alles wieder zu. Es gibt einfach kein Ende hier, ja.
Und ich mache mir da jetzt auch nicht die Mühe, hier irgendwie schön gerade in Reih und Glied hier alle Erdbeerpflanzen neu zu setzen jedes Jahr. Die tragen auch so, vermehren sich von alleine wieder, geben neue Jungpflanzen und neue Generationen und ja, sind irgendwie auch 4, 5, 6 verschiedene Sorten. Ich weiß es gar nicht mehr. Und guckt euch mal diese Oschis an, also die sind wirklich lecker. Boah, der Hammer. Der Hammer. Und weiter hier in unserer Beerenhecke habe ich hier eine Thai-Berry. Das ist wohl eine Himbeersorte, die dieses Jahr so richtig abgeht, wie man sieht. Sie können schon geerntet werden, sind reif, sind eigentlich schon überreif jetzt so langsam hier. Sind im Grunde große Himbeeren. Und ja, die wachsen hier so den Zaun entlang. Inklusive ein paar saftige Stachelbeeren vom Nachbarn. Haha, das sind aber jetzt hier meine. Und noch mehr vom Nachbarn. Guckt euch mal die Johannisbeeren an. Oder da kriegt man doch richtig Appetit. Ja, der Hammer. Der Hammer, oder? Aber sind nicht meine, sind auch die vom Nachbarn. Ja, und dann geht's hier weiter mit Erdbeeren. Und dann kommen wir hier zu den Brombeeren, die noch ein bisschen brauchen. Es war ein Blütenmeer und ist es teilweise auch immer noch. Und ich habe das so ein bisschen mal gebunden hier, damit mehr Sonne rankommt. Und guckt euch mal an, wie diese eine einzige Pflanze voll hängt mit Brombeeren. Total genial. Und mehr und mehr Brombeeren, wie gesagt, das war nur ein einziges Sträußchen, was ich da letztes Jahr mal geholt hatte. Und hier habe ich eine Aronia-Beere gepflanzt. Die sollen auch sehr lecker schmecken. Ich habe persönlich noch nie Aronia-Beeren gekostet. Aber ja, passt hier in die Beerenhecke ganz gut rein. Schließe es hier ab. Und wollen wir mal schauen, wie die sich hier bei der Hitze und mit der Trockenheit hier zurechtfindet. So, dann hatte ich hier ein riesiges Knoblauchbeet mit irgendwie mehreren Sorten, die ich schon im letzten Herbst hier reingesetzt hatte und die mir doch alle komplett eingegangen sind. Also total vertrocknet, ja, selbst der Knoblauch hat es nicht geschafft und ich komme mir nicht in die letzte Ecke ständig hier, um hier jeden Tag hunderte Liter Wasser zu vergießen. Es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und deswegen ist, wie es ist. Ich habe nochmal neuen hier nachgesteckt, aber auch da ist noch nichts gekommen. Und ich bezweifle auch, dass das noch was wird. Aber so ist das halt. So, dann schließen sich hier an mehr Tomaten, die auch sehr, sehr, sehr zu kämpfen haben. Mit der Hitze und Trockenheit. Also Südspanien oder Portugal wäre nicht heißer und trockener, als es hier bei uns im Südharz ist. Ja, ist wie es ist. Wir schauen, ob trotzdem was davon noch abfällt. Und hier wachsen noch so ein paar Sonnenblumen am Ende vom Beet. Und ich werde mal schauen, dass ich das die Tage hier nochmal frei mache. Und vielleicht noch irgendwas anderes reinsetze. Aber wie gesagt, solange ich hier keine vernünftige Lösung für mein Bewässerungsproblem habe, bringt das wahrscheinlich nichts. Wir brauchen Regen. So, hier geht's weiter. Und man hätte es nicht gedacht, Tomaten, die es hier auch wirklich, wirklich, wirklich schwer haben. Es ist knochenhart, dieser Boden hier. Dark Galaxy heißt diese Sorte hier. Also ich bin echt gespannt, ja, wie die werden. Tomaten. Und bis vor kurzem wuchsen hier Frühlingszwiebeln. Die habe ich schon geerntet und werden auch sogleich vom Unkraut hier überwuchert, das Beet. Hier hat sich irgendwie eine Salatpflanze von alleine ausgebreitet, aber man sieht auch hier, wie das Ding schießt. Es ist zu trocken.
Und direkt nebenan geht es jetzt hier weiter mit einer Reihe Sonnenblumen, die ich hier einfach so in so einen alten Strohhaufen geknallt habe und die wachsen. Und dann haben wir ein weiteres neues Beet. Und zwar ist das hier mein Hokkaido-Kürbisbeet, der es auch nicht leicht hat, aber es wächst, es wächst. Muss ich nachher auch noch mal bessern. Und zwischendurch wachsen hier interessanterweise überall irgendwie kleine Tomaten, die ich gar nicht gesät hatte. Da auch noch eine und da drüben. Keine Ahnung. Naja, lassen wir sie da, wo sie sind. Und kommen wir zum nächsten neuen Beet. Das ist etwas bisschen anders als die anderen, nämlich ein rundes Beet. Schließt sich jetzt hier an, wo ich hier 8 Tomatenpflanzen im Kreis gesät habe. Hier haben wir auch schon welche dran. Ah ja, sehr schön. Also ich hoffe, das wird ein schönes Tomatenjahr dieses Jahr und die Braunfäule verschont uns. Naja, Hoffnung können wir schon haben, weil es einfach wenig regnet. Aber ich muss halt nachhelfen. Und in der Mitte wird das Ganze noch von ein paar prächtigen Sonnenblumen geschmückt. Ja, und so arbeite ich mich hier beeteweise weiter im Garten voran. Um so viel nutzbare Fläche wie möglich zu haben. Wer weiß, schlechte Zeiten kommen wieder schneller als man denkt. So, und hier neben meinem zukünftig ebenso neuen Hochbeet, was allerdings noch in the making ist, ist hier ein Wall aus Grasnarbe von diversen anderen Beeten. Und da habe ich eine Riesenzucchini reingemacht, die wahrscheinlich nicht den perfekten Standort hat und auch ganz schön spärlich gewachsen ist. Und ich auch ständig im Nachwässern bin. Ich habe so meine Bedenken, dass sich aus diesem Pflänzchen hier noch viel tut. Ja, ihr habt ja auch die andere gesehen im Hochbeet, wie die Zucchini wächst. Und dann im Vergleich diese hier, ja, ist halt ein Witz irgendwie. Aber hey, wir versuchen es weiterhin. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. So, und daneben auf Stroh, beziehungsweise unter Stroh, mein Kartoffeleckerchen. Ist jetzt von der Größe her nicht so die Welt, aber es wächst. Habe es relativ spät in die Erde gebracht. Ich denke, so in den nächsten 4 Wochen wird das dann geerntet werden können. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Eventuell werde ich noch mal ein bisschen Heu draufgeben, wenn es nötig ist. Im Augenblick sehe ich das nicht als nötig an. Und von daher bleibt es, wie es ist. So, nebenan haben wir diesmal ein großes Feld mit weiteren Kürbissen. Und zwar haben wir hier den Butternusskürbis. Ich glaube, das sind 8 Pflanzen, die jetzt hier so wachsen. Und die machen sich auch ganz gut unter den gegebenen trockenen Umständen. Hier, wo diese große Lücke ist und nur so dieses Beikraut jetzt hier wächst, was ich ja nicht haben will, aber ist halt so, hatte ich eigentlich mal meine kleinen, doch recht mickrigen Tabak-Jungpflanzen vom Virginia Tabak gesetzt. Und leider, leider, leider waren die einfach noch zu klein, zu anfällig und da ist nichts von übrig geblieben, wie ich sehe. Also ich sehe nicht eine einzige Tabakpflanze, das heißt, dieses Jahr werde ich hier 0 Tabakblätter ernten können, was echt, echt schade ist. Aber das ist die Natur, ist wie es ist. Dafür schließt sich jetzt hier eine schöne Reihe an mit, wie heißt der, die Zucchini Kukuzelle. Ist auch eine eher Standard-Zucchini, lang. Und wie lang, das zeige ich euch gleich mal. Und gestreift. Und die wachsen hier sehr gut. Da hätten wir eine. Ich gucke mal den Oschi an. Die muss ich nachher unbedingt hier noch runterholen, denn der ist jetzt schon viel zu groß. Das ist ein riesen Ding.
Also mit Zucchinis, da kann ich mich erschlagen dieses Jahr hier, ja, das ist das Thema. Ja, die anderen Pflanzen tragen auch schon, wie man sieht. Ja, sind überall. Sind mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Zucchinis dran. Sehen auch sehr schön aus. So gestreift, aber was anderes. Und auch hier überall Zucchini-Massaker ist hier angesagt. War die Obstausbeute letztes Jahr doch überschaubar. So ist dieses Jahr alles anders. Massig an Äpfeln hängen hier dran, richtig leckere. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welche Sorte das ist. Könnte Boskop sein. Oder war es eine Mischung? Ich weiß es nicht. Aber selbst die unteren Äste, die hängen schon so tief, sind so schwer. Proppenvoll. Also, absolut hammermäßig. Und mein zweiter Apfelbaum ebenso. Sieht toll aus. Trägt richtig gut dieses Jahr, wo man hinguckt. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Da steht noch eine Menge Arbeit auf jeden Fall bevor. Aber es wird ein toller Vorrat werden. Und wir kommen zum größten Apfelbaum Nummer 3. Auch der trägt Massen. Also wirklich Massen. Und hier haben wir eine Reihe Himbeeren. Das normale rote Sorte. Und das hier sind gelbe Sorten. Schaut mal, wie trocken der Boden ist. Also man könnte fast denken, man wäre hier in Äthiopien oder so. Es ist echt staubig, staubig, staubig. Wollen wir mal gucken, ob die überleben. Aber gelbe Himbeeren hat man ja auch nicht so oft. Also da freut mich auch drauf. Aber ich befürchte, da muss ich mich aufs nächste Jahr gedulden. Das wird dieses Jahr einfach nichts mehr. Und hier eine weitere Chill-Out-Ecke mit Disteln überwuchert. Und daneben habe ich hier noch irgendwie so ein paar Erdbeerpflänzchen gesetzt, die mittlerweile auch von Disteln und Brennnesseln umschlungen werden. Aber die verbreiten sich auch von alleine. Muss nur mal einfach wieder regnen. Denn ich habe ja keine Lust zum Gießen. Die Wege sind einfach zu weit. Mmh. Hey, die sind super lecker. Ja, empfehlenswert. Auch hier, in dem Teil des Grundstücks, reißt der Boden vor Trockenheit schon auf. Es ist echt der Hammer dieses Jahr. Hab selten in Deutschland so ein trockenes Frühjahr und so einen trockenen Frühsommer erlebt wie dieses Jahr. Ganz krass. Ganz krass. Also ich bin zwar ganz froh darüber, dass die Wiese nicht so schnell wächst und ich hier nicht so oft mähen muss, aber das ist jetzt schon eine andere Sache. Es ist einfach nur total trocken. Apropos trocken. Noch mehr Topinambur. Und im Vergleich zu dem, der im vorderen Teil da im Terrassenbereich, im Gartenbereich wächst, guckt euch mal dieses vertrocknete Ding an. Ja, aber auch hier komme ich mit dem Schlauch nicht hin. Und ich müsste hier 50 Gießkannen verschütten, damit hier alles sein Wasser kriegt. Naja, das
kann man sich schenken. Und der stille Verkäufer steht. Der wird jetzt die Tage wieder gefüllt werden. Mit Zucchinis werde ich anfangen. Und mit allen möglichen anderen, vor allem mit Tomaten, wird es weitergehen. Beeren vermeide ich da reinzulegen, weil die halten keinen Tag durch bei der Hitze. Das gammelt mir alles weg. Aber es geht weiter. So, und langsam kommen wir an diesem herrlichen, heißen, sonnigen Sommerabend zum Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen unterhalten, ein bisschen was gebracht oder Ideen gezeigt. Wie gesagt, nichts ist perfekt. Und das ist halt Wildniskultur hier. Ja, also ich pflück hier nicht jedes bisschen Unkraut oder sonst was. Und habe hier eine Bewässerungsanlage für hunderte Euro stehen. Das ist alles Handarbeit. Der Garten wird noch weiter gebaut werden, so. Aber jetzt, wie gesagt, wird das alles erst fürs nächste Jahr dann vorbereitet werden. Dieser Wall, der wird sich dann hier weiter erstrecken mit weiteren Hoch- und Hügelbeeten. Vor allem Hügelbeete werden in dem Bereich noch kommen. Alleine schon wegen der Bewässerung ist es anders gar nicht möglich, mit Flachbeeten da zu arbeiten. Das Ding wird hier noch gefüllt werden, wie auch hier in meinem Hochbeetgarten. Dieser Kasten, der wird auch noch gefüllt werden. Aber das war alles gar nicht zu schaffen dieses Jahr. Für mich alleine, darf man nicht vergessen, ist das schon eine ganze Ackerarbeit und es gibt ja noch tausend andere Sachen im Leben zu tun. Aber das gehört zu den schönsten Sachen im Leben. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Fragen habt, fragt, kommentiert. Und dann verabschiede ich mich noch im Ende Juni für den ersten Gartenrundgang in diesem Jahr. Es wird jetzt weitere wieder regelmäßig geben, jeden Monat. Und wir hören wieder voneinander. In diesem Sinne, alles Liebe, genießt den Sommer, lasst euch nicht ärgern, es gibt ja doch immer wieder Menschen, die einen ärgern wollen, ja, und neidisch sind, macht euer Ding, folgt eurem Herzen, lebt mit der Natur, nicht gegen sie, und in diesem Sinne sage ich tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ha, ha, ha.